Vanille in der Nase entwickelt sich zu Cerealiensüße, Orangencreme und Tabak. Klingt irgendwie nice. Hey Whisky-Freunde, heute habe ich für euch einen 12 Jahre alten Mortlach, abgefüllt vom unabhängigen Abfüller Douglas Lang in der Provenance-Serie. Und zwar handelt es sich dabei um eine Abfüllung für die Feingeistergruppe von dem guten Petrock. Ist vor einem guten Jahr rausgekommen zum Gruppentreffen. Ja, war eigentlich nur für das Gruppentreffen gedacht. Ich selbst war nicht da, keine Zeit gehabt. Ich bin aber allerdings hinterher hingegangen und habe gesehen, ach, da sind noch ein paar übrig geblieben. Die wurden angeboten, auch von Petrock. Habe ich direkt zugeschlagen und mir eine bestellt. Weil mich hat das schon sehr, sehr gereizt. Ja, und was soll ich sagen? Die ist angekommen. Ich habe sie aufgemacht und ganz ehrlich, wenn ich sie das erste Mal vor der Kamera aufgemacht hätte, ich fand den überhaupt nicht gut. Ich habe gedacht, was ist das denn? Gibt's noch irgendwie, da sind ja gar keine Aromen. Irgendwie hatte ich an dem Abend, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, ob es an der frisch geöffneten Flasche lag, irgendwie kam der überhaupt nicht rüber. Bei mir ist es allerdings so, das wäre nicht das erste Mal gewesen, dass das so ist. Ich hatte das schon bei anderen Whiskys, dass sie beim Öffnen irgendwie keinen Charme versprühen, nichts können. Und da dachte ich mir, ja, gibt es ihm nochmal eine zweite Chance? Ja, und dann hat er sich doch noch geöffnet. Und das ist auch der Grund, warum ich ihn euch heute vorstellen möchte. Der Gute hat 46 Volumenprozente, ist nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und in einem ehemaligen Bourbonfass gereift. Von der Farbe her erkennt man, glaube ich, ganz gut. Schöner Apfelsaft, macht viel her. Ich habe ja gerade schon mal so ein paar Tasting Notes vorgelesen auf der Flasche. Die vergessen wir jetzt wieder ganz schnell, weil ich möchte mal versuchen, so meine eigenen Eindrücke wieder zu spiegeln. Und wenn man halt vorher schon was gehört hat, dann versucht man das auch, zumeist ich, das auch irgendwie wiederzufinden. Und wenn man das dann irgendwo hat, dann hat man das auch in der Nase. Hört sich jetzt blöd an, aber wenn einer sagt, jo, der riecht nach Ferrero Rocher oder was gibt's sonst noch, hier die mit Kokos umwickelt, Raffaello zum Beispiel, dann sagt man irgendwann, jo, das habe ich jetzt auch. Aber das möchte ich gerade nicht vorgegeben haben. Das möchte ich bei so einer Verkostung eigentlich selbst herausfinden. Deshalb schütte ich mir jetzt mal einen kleinen Schluck ein. Schau mal, ich finde, jetzt wo ich die Flasche schon geöffnet habe, direkt was Zitrusfruchtiges. Ja, so ein bisschen irgendwas Apfelbirniges. Ja, 12 Jahre alt. Schauen wir mal, wie sich das Bourbonfass darauf ausgewirkt hat. Ja. Ich habe so einen sauren Apfel. Aber noch irgendwie was anderes, ein bisschen beerig auch. Weil ich gerade, ob Johannisbeere eher nicht, die sind zwar auch säuerlich, aber ich habe eher so einen Kompott. So viele verschiedene Früchte. Finde ich sehr schön. Ja, wenn es den auch noch so regulär zu kaufen gäbe, würde ich auch sagen, super Sommerwhisky. Zumindest in der Nase. So ein bisschen Zitrone. Jetzt habe ich es gerade halt vorgelesen. Orange, ja, ich habe auch die Orange in der Nase. Ich weiß nicht, ob ich da auch eine kleine Nussigkeit habe. Nee, eher nicht. Wenn dann so leicht so Erdnüsse. Schön, die Eiche ist präsent, aber hält sich im Rahmen. Und halt natürlich Ex-Bourbonfass, schöne Vanillenote. Kann ich nicht anders sagen. Ja, probieren wir doch mal den ersten Schluck. Slantje. Erst ist er sehr weich im Mund. Cremig. Und dann schiebt der Alkohol. Er schiebt. Und dann kommt wieder diese säuerliche Frucht. Ich weiß nicht,
ob er mich so an Rhabarber ein bisschen erinnert. Ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Er ist nicht gerade süß. Die Vanille und die Eichenaromen schön verwoben. Dann doch, ich habe ein bisschen Johannisbeere. Ein bisschen Johannisbeere, muss ich sagen, habe ich doch. Süß ist er nicht wirklich. Leicht cremig. Alkohol witzelt zwischendurch. Aber vergeht dann auch relativ schnell. Und jetzt im Abgang, da habe ich die Eiche. Doch. Da kommt sie, wird immer trockener. Zieht immer mehr. Oh, schönes Teil. Gefällt mir gut. Schöne 46 Volumenprozente. Schön eingebunden. Ja, kann was. Schöner Böhm, fast gereifter Whisky. Oh, jetzt ist er irgendwie furztrocken geworden. Interessant. Ich finde, dieses Säuerliche ist nur noch ganz im Hintergrund. Jetzt erinnert er mich eher so an Bittermandeln. Ich weiß, Pet Hoc hat den auch verkostet. Ich glaube, ich werde, nachdem ich das mal online gestellt habe und verkostet habe, werde ich auch mal mir nochmal sein Video angucken. Habe es bewusst extra nicht gemacht, weil ich mich halt nicht blenden lassen will von irgendwelchen Kommentaren bzw. Eindrücken anderer. Ich wollte es halt wirklich für mich selbst herausfinden. Ja. Jetzt ist eindeutig die Eiche, diese trockenen Aromen, die sind jetzt da in der Nase. Probier nochmal ein zweites Mal. Alkohol merkt man jetzt gar nicht mehr so stark auf der Zunge. Oh, der zieht schön den Speichel. So leichte, ja, hört sich mal komisch an, so ein bisschen leichte Salzaromen, finde ich, hat er auch. So dieses, ja, dieses Bild habe ich jetzt auf jeden Fall so vor Augen. Und halt die Eiche mit Vanille. Ganz eindeutig jetzt auch im Abgang. Die Fruchtigkeit hat er im Abgang ein bisschen verloren, finde ich. Nichtsdestotrotz, gut gelungen, 12 Jahre. Ich glaube, er hat damals um die 50 Euro gekostet. Ist vom Preis her okay, muss ich auf jeden Fall sagen. Ist für mich auch eigentlich ein schöner Sommerwhisky. Auch ein bisschen fordernder. Er ist jetzt halt, ja, für Anfänger kann man sagen auch, aber dadurch, dass jetzt halt doch die 12 Jahre das Fass, das Bourbon-Fass doch viele Aromen abgibt, ist er für mich doch vielleicht nicht unbedingt für einen Anfänger, sondern eher für die, die auch diesen starken Aromen zurechtkommen, eher geeignet. Von mir gibt's Daumen schräg nach oben, glatte 2. Ich finde ihn gut gelungen, schöne Farbe. Ja, die Abfüllungen, die Pet Hoc rausbringt, die sind ja meistens immer innerhalb von einer halben Stunde vergriffen. Ich weiß auch warum, weil der ist gut. Kann ich nicht anders sagen. Wie gesagt, als ich ihn das erste Mal in der Nase hatte und auch im Glas, ich hätte ihn echt hier in der Verkostung, ich hätte ihn so einen Daumen nach unten gehen, weil irgendwie, ich weiß nicht, wie gesagt, ob es an meiner Nase lag, ob ich einen schlechten Tag vielleicht auch hatte, aber irgendwie hat er mich überhaupt nicht geflasht. Vielleicht hatte ich auch einfach ein bisschen mehr erwartet. Und wie gesagt, gebt Whisky immer eine zweite Chance. Ganz, ganz wichtig. Auch vielleicht mal eine dritte, weil ich wurde schon öfters überrascht. Habe ich, glaube ich, schon in sehr vielen Videos gesagt. Aber auch der hier, der hat mich beim zweiten Mal doch sehr überrascht. Ja, kanntet ihr ihn schon? Hattet ihr ihn vielleicht selbst schon mal im Glas? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute mit Dim Tested Whisky. 2 Videos die Woche, immer montags und freitags in der Regel. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Und bis dahin, ja, alles Gute, bis demnächst. Euer Whisky-Tim.